domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. In den deutschen Bistümern ist am Wochenende in Gottesdiensten der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, erinnerte dabei im Limburger Dom an die Schicksale der Gestorbenen und ihrer Angehörigen. Er erwähnte zudem den aufopferungsvollen Dienst von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegerinnen und Pflegern. Es ist ein Kreuz, diese Zeit. Und deshalb stehe ich hier neben dem Kreuz, das uns in Limburg so kostbar ist. Es enthält einen Teil des wahren Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und das sagt doch, er kennt das alles. Er weiß, was wir durchmachen. Er weiß auch, wie unbarmherzig das Leben manchmal mitspielt. Er selber ist auch nur 33 Jahre alt geworden. Sein Schicksal schien besiegelt. Aber dieses Kreuz strahlt golden, denn darin ist auch die Hoffnung aufgehoben und für uns erkennbar, dass unsere Toten leben. Anlässlich des Jubiläums 1700 Jahre Freier Sonntag haben die christlichen Kirchen an den bleibenden Wert eines arbeitsfreien Sonntags erinnert. Dieser Tag, der den Alltag unterbreche, gebe dem Leben Rhythmus, schaffe individuelle Freiräume, verbinde Menschen und fördere das Gemeinwohl, betonten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Im Bewusstsein vieler Menschen sei der Sonntag daher als wichtiges und schützenswertes Kulturgut tief verankert, so die Kirchenvertreter. Sie appellierten zudem an die Bürger, durch eigenen verantwortlichen Umgang mit der Zeit zur Erhaltung des arbeitsfreien Sonntags beizutragen. Am 3. März 321 hatte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag zum reichsweiten Feiertag erhoben. Beim Angelusgebet auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Franziskus Gläubige daran erinnert, dass ihnen der Glaube helfen kann, schwierige und auch scheinbar ausweglose Lebenssituationen durchzustehen. Gleichzeitig warnte das Kirchenoberhaupt vor geistlicher Bequemlichkeit. Auch wir sind gerufen, den Berg zu besteigen, die Schönheit des Auferstandenen zu betrachten, welche Lichtstrahlen in jedes Fragment unseres Lebens bringt. Und uns hilft, die Geschichte zu interpretieren, ausgehend vom österlichen Sieg. Der Papst forderte zudem mehr Zuwendung und Hilfen für Menschen mit seltenen Krankheiten. Anlass des Appells war der 14. Internationale Welttag seltener Krankheiten. Für die Betroffenen sei das Netz familiärer Solidarität besonders wichtig, so Franziskus. Der Heilige Vater forderte zudem die sofortige Freilassung von Hunderten von Schülerinnen, die am Freitag in Nigeria entführt worden waren. Er sei den Mädchen und ihren Familien nahe und bete für ihre baldige Freilassung, so Franziskus. Am Freitag hatte das Kinderhilfswerk UNICEF in Nigeria von einem Überfall auf eine staatliche Mittelschule im Nordwesten des Landes berichtet. Am Samstag erst waren in Nigeria Dutzende Entführungsopfer wieder freigekommen, die in der Woche zuvor im nördlichen Bundesstaat Niger verschleppt worden waren. Im Bonner Münster finden derzeit umfangreiche Altarrestaurierungen statt. Auch der Stadtpatrone-Altar wird mit Hilfe eines aufwendigen Laserverfahrens aufwendig erneuert. Das dazu nötige Gerät wurde von den Restauratorinnen, die im Bonner Münster arbeiten, mitkonzipiert und in die Restauration eingeführt. Der Altar wurde zudem verschoben, betonte der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken. Zunächst war es so, wenn man in die Bonner Münsterkirche vom Münsterplatz kam, durch das Hauptportal, hat man immer direkt als erstes Verfahren den Beichtstuhl gesehen. Das war nicht das, was wir eigentlich als einladenden Eindruck der Kirche verstanden haben. Und wir haben uns gefragt, wie können wir diese Wand besser akzentuieren? Und was bietet sich mehr an, als wenn man aus der Stadt kommt, quasi direkt auf die Stadtpatrone Cassius, Florentius und Helena zu schauen, die in einem Gemälde in diesen Altar eingebracht sind. Und um das zu verwirklichen, haben wir uns entschieden, den Altar innerhalb der Kirche von einer anderen Wand auf diese Wand umzusetzen. Die Sanierung des Bonner Münsters liegt weiterhin im Zeitplan. Die Basilika wird voraussichtlich im kommenden November wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Domradio.de. Christliche Nachrichten.